Ja, das waren doch jetzt mal. Das war doch mal eine völlig andere Wendung. Oh. Sehr schön. Muss ich jetzt ehrlich gesagt auch erstmal ein bisschen verdauen. Tagebuch eines Priesters, okay. So. Schauen wir mal. Ah, da ist noch was. So, also hier ist er durchgegangen, wenn ich jetzt gerade richtig gelaufen bin. Was haben wir denn hier noch? Pfeile? Nee. Ein Buch. Ein Memo, um genau zu sein. Oh, sehr schön. Hier können wir so schön viel besorgen, damit wir die Sprache besser lernen können. Ein Bericht von Trinity, okay. Ich würde sagen, ich laufe jetzt erstmal ihr hinterher. Jonah, ich weiß, wo sie ist. Ich gehe rein. Okay, wir sind unterwegs. Hast du das Beben vorhin gespürt? Ja, als ich im Cenote war. Das war ein Vorbeben. Bald geht's dann richtig los. Wir müssen uns beeilen. Ja, das ist auch mein Wenn Ansatz. Honorato frei ist, suchen wir gemeinsam die Schatulle. Kunden Sie den Eingang. Auch dort noch was mitnehmen. Tut mir leid. Niemand darf passieren. Das heißt dann also auf die altmodische Art und Weise. Okay. Oh. Ich wollte gerade springen. Was ist denn das Gelbe da? Ich muss nur darum, Lara, du sollst nicht springen. Oh. Ich glaube, hier hat es sich schon jemand gemütlich gemacht. Okay, dann seilen wir uns doch mal ab. Ja, Lara, geht es denn noch? Auch ich hasse es, dass man keinen vernünftigen Schwung nehmen kann. Ach nee, ne? Ach Leute. Ja, ernst jetzt. Also wieder ein bisschen mehr Schwung, weil sonst schaffst du es ja nicht, Lara. Scheiße, sie gibt nach. Das war knapp. Ja. So. Na, ich glaube, wir müssen ein bisschen tiefer. Boah, das hat auf jeden Fall geklappt. Okay. Rechts muss ich aber auch drauf. Begin Walt in Wuyak, Wabash, Tetankabo. Hetz, Basho, Katukultik.
genau, das ist nur deine Fantasie. Ich hätte aber vielleicht doch lieber als erstes rechts rum zu den Monolithen springen sollen. Nein, halt dich doch fest. Genau. Lara, so langsam nervst du mich. Ich würde aber wirklich gerne wissen, ob ich nicht da oben zu den Monolithen hinkomme. Oh, alles voll. Ich kann nicht mehr tragen. Okay. Ach, da oben ist ein Seil, okay. Ja, genau. Stell dich doch noch ein bisschen näher da dran, damit ich gar nicht mehr schießen kann. Hallo. Da ist aber auch noch was Feines zum Gucken. Auch wenn sie nicht sagt, was es ist. Okay. Achso, eine Darstellung des Gottes Quetzalcoatl, was auch immer. Ja. Schon wieder voll? Nee. Kondorfedern. Ah, das... Ja. Da ist noch was. Was auch immer das jetzt war. 66%. Sehr schön. Lara, konzentrier dich. Überall können gleich Gegner sein. War noch was? Das sieht man gar nicht, wenn es so extrem grell ist. Ich mag das sowieso nicht, wenn das so grell ist. Er lässt auch die Qualität des Bildes sehr stark nach. Hm, was ist das denn? Ach, nehmen wir mal einfach den. Ich kann kaum den Boden sehen. Falls es überhaupt einen gibt. Ja, da unten ist einer. Lara, du hast aber schlechte Augen. So, okay. Ich würde mal sagen, dass ich mich hier abseile. Ja. Kann man denn hier noch irgendwas holen oder so? Nee, ne? Nee. Oh, Moment. Aha. Da oben kann man Gold oder sowas holen. Ich glaube nicht, dass ich da hinkomme. Nee. Vielleicht später. Diese Höhle entstand durch einen unterirdischen Fluss. So, ich habe jetzt das Messer bekommen, was mir aber nicht viel bringt, weil ich muss schießen. Haha. Und ich habe mich schon so gefreut, dass ich das endlich mal benutzen kann. Oh Mann. Links ist was? Achso, da ist nichts mehr. So, mal schauen, wo wir jetzt hinkommen. Da oben ist eine Schnitzerei. Okay.
wie komme ich da hoch, Lara? Ach, hier ist ein Weg, okay. Ja, das nenne ich mal einen Weg. Ein typischer Lara Croft-Weg. Oh nee. Nee, du kannst darüber klettern. Du brauchst nicht springen. Hallo? Ja, es war klar. Da bist du zu blöd, um das festzuhalten, oder was? Du sollst doch nicht springen, du sollst klettern. Mein Gott, die hört aber auch nie zu. Ih, was war das? War das ein Stein? Okay. Das hat sich gerade eine Ratte oder so angehört. So, und jetzt bitte rüberklettern und nicht hier springen. Nein. Mach doch mal, was ich dir sage. So, jetzt wird's aber richtig biestig. Oh, ich hasse sowas. Wo muss ich denn hin? Dahin, ne? Nein. Ach. So, noch ein bisschen. So, jetzt ist nur die Frage, was bringt mir das, weil hier eh verschlossen ist. Dahinter muss irgendetwas sein. Das ist nicht gut. Nein, ich glaube, das ist wirklich nicht gut. Hallo, darf ich mich mal bewegen? So, ich schätze, wir müssen gleich zurücktauchen. Das ist ganz und gar nicht gut. Neue Ausrüstung erhalten. Shamaks Kriegsweste. Okay. Muss ich jetzt... Nee, hoch kann ich nicht. Also denke ich, dass ich wirklich zurücktauchen muss. Okay. Irgendwas zum Tauchen? Nein, eigentlich nicht. Komme ich da hin? Ich habe hier nichts zum Festhalten oder so, ne? Obwohl, ja, doch, ich kann ja eigentlich... Eigentlich auch aus dem Wasser raus, wollte ich gerade sagen. Aber so geht es natürlich auch. Ich will mich aber nicht abseilen. Oder will ich mich abseilen? Ja, wohin? Also ich muss grob gesagt links von mir. Eigentlich muss ich wieder raus, oder? Also eigentlich muss ich auf jeden Fall tauchen, schätze ich mal. Ich weiß aber nicht, was da hinten ist, ob ich da vielleicht auch nochmal hin kann. Ich würde das jetzt einfach mal eben probieren. Hey, was machst du jetzt? Hallo? Sollst du nicht hochgehen? Nee, festhalten kann sie sich nicht. Okay. Ich sehe das jetzt mal einfach so an, als ob sie es wirklich nicht kann. Und ich nicht nur einfach zu blöd dazu bin. Das heißt, wir müssen auf jeden Fall den Weg wieder zurückschwimmen. Ich weiß gar nicht mehr, wo das war. Das ist jetzt auf einmal alles so dunkel hier. Nein, 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 nein. Ach so. Ich dachte, ich kann was nehmen. Okay. Gut. Das... Doch, das war die Spalte. Okay. Beeil dich, Lara!
Es geht um dein Leben. Okay. Wenn ich jetzt hier... Doch, hier komme ich wieder raus. So, das heißt, wir sind dann gleich bei den Typen da hinten wieder. Ich liebe diese Dschungelgeräusche, ne? Aber wir müssen ein ganzes Stück weiter nach links. Das ist natürlich schlecht. Unten kann ich nicht rum. Komme ich hier hoch? Ja. Okay, ich komme da auch nicht rum. Moment, da unten ist noch was. Hey. Ja, genau. Hau da erstmal voll gegen. Aber wenn ich das gemacht habe, wo komme ich denn... Ach so, da hinten, glaube ich. Okay, gut. Das, meine Vermutung war richtig. Das ist gut. Es wäre schön, wenn man hier auch was sehen würde. Oh, das ist nicht dein Ernst, Lara. Okay. Okay. Da möchtest du jetzt hoch, ja? Ich halte da nichts von, aber gut. Du bist die Abenteurerin. Okay. Lara, wie läuft's? Ich bin über den Fluss, fast am Gefängnis. Hier sind überall Wachen. Wir sind unterwegs zum Fluss. Melde mich, wenn wir dort sind. Okay. So, da rum. Ja, nicht dein Ernst, oder? Muss ich da jetzt hochspringen? Oh, fuck. Fuck, fuck, halt dich bloß fest, Lara. Halt dich bloß fest. Oh mein Gott. Okay, Ja, wir können mal rausklettern, ne? Die Schatulle ist nicht in Paititi. Ich weiß. Also bin ich gezwungen, Amaru zu folgen. Alles, wofür ich immer gekämpft habe, geht verloren. Aber das werde ich nicht zulassen. Komm mit, ich helfe dir. Es ist keine Zeit mehr. Jemand muss die Schatulle finden. Wenn die Sonne nicht aufgeladen oder die Welt neu erschaffen wird, sind wir alle verloren. Ich habe noch einen Hinweis. Glaube ich zumindest. Die Tattoos auf deinem Arm... Raya und Eclipse, dieselben Symbole waren auf dem Altar, in dem die Schatulle gewesen ist. Was? Was bedeuten die Symbole? Dieses hier zeigt mein Schicksal. Das Purpurfeuer von Chakchel. Und dieses hier zeigt die Vergangenheit. Es steht für Sinchichikwa, den letzten wahren Herrscher von Paititi. Sein Grab ist im oberen Teil der Stadt. Kannst du mich dorthin führen? Sie sind bereits dort gewesen. Wenn es dort etwas Interessantes gäbe, hätten sie es längst gefunden. Amaru hat den Hinweis nicht. Er weiß nicht, wonach er suchen soll. Das Grab ist bestimmt schwer bewacht. Wir finden einen anderen Weg. Das wird gefährlich. Ich weiß.
Dann sollten wir uns beeilen. Wie geht's, Ätzli? Gut. Durch ihn habe ich dich gefunden. Er müsste jetzt bei Uchu sein. Okay, haben wir denn noch irgendetwas Kleines hier? Nee. Ja, wir bummeln uns überall durch. Da passen wir schon rein. Warum auch jetzt wieder diese komplizierten Wege gehen? Jonah, ich bin bei Onuratu. Oh gut. Ätzli will mit dir reden. Mutter, wir schicken Verstärkung. Soll ich Uchu helfen oder mit der Ableckung Boden erobern? Du hast das Sagen, solange wir getrennt sind, Ätzli. Traue deinem Instinkt. Nein, ich hab nur noch den Bogen. Wieso habe ich die anderen jetzt nicht mehr? Scheiße. Das ist aber nicht gut. Ach, da unten. Okay. Tja. Ja. Juhu. Ich liebe es. Uzi! Leisha Kaun Nuratu! Uzi! Katulaka le Kuchilo! Kabetin Kastikon! Sehr schön, genau so habe ich mir das gedacht, Clara. Kommt da noch ein? Super hast du das gemacht. Man soll es nicht nachmachen, gerade nicht in deinem Alter, aber du hast es super gemacht. Nein. Ich dachte, das ist endlich mal was für mein Messer. So, hell. Halt an Felswänden. Das war doch jetzt... Oder war das... Ach nee, damit ich da hochkomme, oder? Okay. Machen wir das doch? Tja. Tulaka tukuchil! Bas lehelo. Telo. Ichi lechi wobo. Pshena wile. Die können ja richtig kämpfen. Gehen wir. Den Lappach. Ich hätte den ganzen Köcher genommen. Aber okay, die scheint doch mit einem Fall. Meinst du, das waren die letzten? Im Moment. Wir müssen schnell zur Oberfläche. Nein. Du gehst vor. Achso. Ach, ich finde nicht raus, was das bedeutet. Okay. Hätte uns das auch gar nichts gebracht, selbst wenn wir dahin hätten springen können. Hier links ist schon mal eine Wand. Das ist schon mal gut. Ich glaube, das war's. Gehen wir. Oder auch nicht. Wenn wir gar nicht hier rum müssen. Hi. Jetzt machen jeder ihren Privatporno und ich komme nicht rein. Nimm den Schlüssel. Die hat den sogar ausgezogen. Komm, ich will dir etwas zeigen. Die Sonnenfinsternis kommt. Wenn es soweit ist, muss die Schatulle geöffnet werden. Die Verlockung der Schatulle ist sehr mächtig. Sie wird mich anziehen und probieren, mich in Versuchung zu bringen. Mit einer einfachen Lösung für unsere Probleme. Doch sie wird mir nur meine innersten, geheimsten Wünsche zeigen. Ich habe mich darauf vorbereitet, ihr zu widerstehen. Amaru hat die Schatulle noch nicht gesehen und dennoch beherrscht sie bereits seinen Geist. Das Volk ist Paititi. Wir können nur durch unseren gemeinsamen Willen überleben. Wenn Amaru Paititi nach seinem Willen neu erschaffen will, würde er es zerstören. Ja,
Es gibt viele Bedrohungen von außen. Doch Risiken sind ein Teil des Lebens. Wir müssen ihnen begegnen, um uns selbst treu zu bleiben. Woher weißt du, dass du der Macht widerstehen kannst, wenn du sie hast? Das weiß ich nicht. Doch für den Fall, dass ich versage, wird das Purpurfeuer mich leiten und mein Versprechen einlösen. Wir müssen gehen.